Miau, willkommen zurück zu Sacred. Moin Tag. Leider ist die Idee mit der Mistgabel ins Auge gegangen. Spielt niemals mit Mistgabel rum. Nein, nein. Hier sind nur noch so ein paar Fledermäuse. Ich kann ja sonst nichts tun. Und das ist tatsächlich nicht der Weg, den wir hätten gehen sollen. Ach Mann, Glubber. Warum wohnst du denn so komisch? Dass man das nicht finden tut. Moin Tag. Tschüss. Ich hab gleich wieder ein Level up. Oh ja, hi. Empfangskomitee. Geil, geil. Kurzer Prozess gewesen. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie von oben dran kommen. Guck mal. Nix für mich. Och. Zack. So. Jetzt machen wir nicht Wendigkeit, sondern Waffenkunde und Fernkampf. Und Geschick. Ah, meine Maus. Sorry, meine Maus. Glubber, wie machen wir denn das? Du willst doch nach Hause. Sag mir mal den Weg. Guck mal, sehr braver Glubber. Das ist voll scheiße. Ha, dann baut da halt wie immer Wälder oder sonst was hin, aber doch nicht sowas, so eine unsichtbare Barriere. Das ist scheiße. Okay. Upsi, nein. So. Ich weiß nicht, wäre super. Okay. Wer Super Mario World geguckt hat, hat es auch mitbekommen. Ich bin leider nicht allzu gut gelaunt. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach trotzdem mal eine Runde auf. Vielleicht ist es ja ein bisschen hilfreich auch. Kann ja sein. Besser als nur hier rumzusitzen. Auch wenn ich dafür echt gerne ein spaßigeres Spiel hätte im Moment. Also so ein bisschen. Nee. South Park ist ja auch schon fertig aufgenommen. Oh, Globa ist einfach weg. Aber ich habe die Quest noch nicht abgegeben. Wo bist du denn jetzt? Bist einfach stehen geblieben? Ah ja. Tja, jetzt. Schönes Ort. Hier Glubber bleiben, werden fischen. Ogermädchen finden und glücklich sein. Und du gutes Freund. Immer vorbeikommen und wir machen lecker Schmackofanze. Du nix so traurig, dass Glubber bleibt. Lebenswohl. Wow, wie schön. Der hat sich selbst vorgelesen. Ich habe das letztes Mal gar nicht gehört, aber ich finde, dass der Matti das auch ganz wundervoll gemacht hat. Also kein Verlust. Quasi. Okay, was ist mit euch? Ihr seid alle... Was zur Hölle? Wer sagt Fleisch? Was ist passiert gerade? Glubber? Glaubst du mal, das war ein Hinterhalt? Ich bin wohl dein Essen, ne? Kann es sein? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Wir sind der Schmackofatz, glaube ich. Es gibt kein Entrinnen. Fleisch? Ich meine, es ist nicht so, als wäre der für uns jetzt so richtig gefährlich, aber es ist gerade schon ein bisschen fies. Sultani Attilar. So. Kannst du mir jetzt mal sagen, Glubber, was hier Sache ist? Oder eher nicht so? Nee, ich glaube irgendwie. Oder ist einfach die Gruppe noch nicht vernichtet? Dann killen wir halt mal alle und gucken, ob dann was passiert. Immerwährenden Kraft des Waldes werde ich auch Gegner wie euch leicht besiegen. Na klar, wir haben schon Schlimmeres hier besiegt. Tja, was war jetzt der Grund dafür? Okay. Gleich ist es aus mit euch. Was hat wohl angefangen? Waren zuerst die Dorfbewohner Zombies? Oder haben sich die Zombies als Dorfbewohner ausgegeben?
Also, kommt auch gleich heraus, wie ich es gerade formuliert habe. Wurden gerade die Dorfbewohner in Zombies verwandelt oder haben sich die Zombies von vornherein nur als Dorfbewohner ausgegeben? Das wollte ich damit sagen. Ja, hier wohnt hier ja schön, ne? Rest in peace. Das war ja langweilig. Das war das Langweiligste, was ihr hier jemals auf dem Grab geschrieben habt. Okay, es gibt ganz einfach noch Gegner hier. Ihr habt als Anführer versagt und geht nun den Weg alles Irdischen. Ist aber noch nicht befriedet. Wie weit soll ich denn noch laufen für diese... Ach, ist schön. Okay, wenn ich hier ein Grab finde, dann bin ich schon wieder glücklich und versöhnt. Und hier sind jetzt auch nur Geister. Alle gut. Ich habe nicht verstanden, was hier gerade passiert ist. Wir gehen, glaube ich, gleich nochmal zu Glubber. Auch wenn mir keine Quest für das Ganze hier angezeigt ist. Aber er ist auch nicht mit über die Brücke gekommen. Das ist alles sehr verdächtig. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ralph Roder. Okay. Selal Kandemiroglu. Okay, ich was. Daniel Balster. Was seid ihr denn für Leute? Christian Franke. Wart ihr vielleicht Entwickler hier oder so? Habt ihr euch hier einfach mal alle hingelegt? Helga Flöttmann. Peter Luber. Oder sagen euch die Namen was? Michael Dumont. Macht mal in die Kommis. Markus Häublein. Ich weiß, ihr kommentiert nicht gerne bei Sacred, aber ich finde das jetzt echt mal nett von euch. Ingo Biermann ist der beste Name. Lars Hammer. Steve Mannekeller. Ja, ich lese mir die alle durch. Also auch wenn hier Cosmi Bulau, wenn hier überall nur Namen stehen. Mirko Worsley. Alan Wild. Oder Alan Bild. Michael T. Bethy. Hans-Arno Wegner. Und Franz Stradal. Arne Jungerberg. Ist. Hatte ich schon. Waren aber noch mehr. Glaube ich. Auf der anderen. Ah. Auf der anderen Seite, jawohl. Thorsten Allard. Lars Bärenbrinker. Duck Winderlich, the fuck. Ihr habt seltsame Namen, teilweise Andy Mays. Marc Oberhäuser, sind doch so ein paar richtig Deutsche dabei, ne? Ronald Rehm. Sebastian Henke, vielleicht waren das alle Leute, die für die Gräber zuständig waren. Steven Drews. Ramses Schiller, okay. Jens Blome. Frank Lunebach. Dirk Niestadt-Kötter. Um Gottes Willen, Christian Altrogge. Mario Endlich, die Leiche einer Frau. Lass ihn da liegen mit den abgenackten Knochen, sieht da gar nicht gut aus. Was? Okay, dieses Grab passt überhaupt nicht zu allen anderen. Sebastian Walter und den Rest hatte ich, glaube ich. Dirk Schumacher. Ah ja, okay. Markus Boltersdorf. Markus Reiser. Henno Rubein. Ich bin ganz dolle verwirrt. Seid ihr auch verwirrt oder check ich's nur nicht? Aue. Oh, sorry. Ah. Okay, jetzt sitze ich wieder gut. Tja. Okay, sind wir jetzt mit dieser geilen Stadt fertig, oder? Nö, da ist noch einer. Es gibt kein Entrinnen. Die geben verdammt viel Erfahrung hier alle, ne? Finde ich so ein bisschen strange, weil so doll sind die alle nicht. Okay, die hatte ich schon. Die Zombie-Kühe finde ich ja echt cool, ne? Hexe. Das ist doch auch keine Hexe. Da sehen ja die Hexen in Minecraft besser aus. Moment, was habe ich aufgesammelt? Ach, ist ein Schild. Boah, ist nicht schlecht. Dürfte ich auch benutzen, aber macht keinen Sinn mit Bogen. Okay, ich glaube ganz... Ah, hier ist... Das ist schon so ein bisschen schön jetzt hier. Ich glaube, ich habe alles. Ich laufe mal noch weiter nach links, weil ich kann mir gerade nicht vorstellen... Hallo? Nee, war eine Fledermaus. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass hier dann nicht steht, dass ich eine Gruppe vernichtet habe bei allem, was hier gerade passiert ist.
Ey, mein Fuß schläft ein. Ich bin heute Morgen aufgewacht und mein Oberschenkel war eingeschlafen. Wie funktioniert denn das? Kann nicht sein. Ah, es kitzelt. Oh Gott. Ah, das ist so eklig. Ey, es gibt fast nichts Schlimmeres als... wenn so ein Fuß wieder aufwacht, nachdem er eingeschlafen war. Bah. Bah, ey. Ich will gar nicht in die Häuser, ehrlich gesagt. Aber wir haben so viel, so gute Sachen und wir brauchen halt eigentlich gar nichts. Vielleicht mal noch einen geileren Bogen. Aber vor allem auch an Gold brauchen wir halt echt nichts. So ein bisschen schade, wenn man so an diesem Level-Fortschritt steht, an dem man das irgendwie... Luba, grüßen gutes Freund. Borkenwürmer? Lecker. Okay, ich will ihm ehrlich gesagt nicht unterstellen, dass er uns da reingeritten hat. Moorbruch. Böswillig. Aber es ist schon so ein bisschen... ne, skurril, was hier passiert ist. Okay, ich hole mir mal den Undertaker. Weil wir müssen mal wieder zum Portal zurück. Hier sind schon wieder viele Gegner. Na ja, ja. Kannst du ganz toll. Komm, stirb. Ah, ja, hast du davon. Ey, knabber mein Pferd nicht an. Niemand knabbert den Undertaker an. Okay. Das kann ich knicken. Euch bleibt nur noch der Tod. So. Hoffentlich verwandelt ihr euch nicht alle. Ach so, im Moment hatte der eine Knepp oder nicht eine Quest für mich. Ich kann jetzt nicht so ganz faul sein. Klaror Schmetterhand. Interesse an einer Kopfgeldjagd? Stellt den Whisky-Räuber und bringt die Beute zurück. Ja, das geht ja nicht. Den Whisky, den können wir nicht da... Nee. Borkbruch ist im ganzen Königreich bekannt für seinen erlesenen Whisky. Dummerweise hat dieser Ruf allerlei Gesindel angezogen, die sich eher aufs Rauben und Plündern verstehen. Eine Whisky-Lieferung für Palando und Mascarell wurde anlängst geraubt. Ich werde eure Aufgabe lösen. Boah, ja, genau. Lass mich noch weiter da hinten rauslaufen. Komm hier wieder ohne Hexen. Surprise, bin ein Zombie. Moin, Tag. Moin, moin, Tag. Was passiert denn gerade mit dem Undertaker eigentlich? Seht ihr das? Das ist doch nicht alles passiert, bevor ich abgestiegen bin. Bringt er sich gerade selbst um? Rennt mit dem Kopf gegen eine Wand oder so? Was schafft der denn da? Die greifen den doch nicht an, wenn ich nicht drauf sitze. Das ist verwirrend. Pures Wasser. Ja, das ist eher wie jetzt. Ich dachte, hier geht es um Whisky. Ich hasse ja Whisky, gell? Bah. Ich finde schon, wenn ich daran rieche, könnte ich mich ergeben, ja. So manch anderer könnte das dann vielleicht, aber ich nicht. Ihr macht mir auch echt keinen Schaden. Was seid ihr denn eigentlich für Gegner, ey? Nee, ich glaube, wir sollten nicht so weit runterlaufen. Ich trinke mal ein Schlückchen Kaffee. Ja, ich habe im Moment echt so ein bisschen das Problem einfach, dass mir viele meiner Spiele, ich habe im Moment nur zwei, zu witzlos sind. Also ich meine, Sacred hat ja schon so ein bisschen was, aber es macht halt... Es ist ja jetzt nicht lustig so im großen Spielverlauf. Und Alan Wake natürlich auch nicht. Ist ja ein ganz anderes Genre, ist ja klar, ist ja auch super. Aber irgendwie, ich brauche ganz dringend mal wieder Fun. Wirklich. Also ich bin... Ach, guck mal, da sind Whisky-Fässer. Aber... Rapso. Aber ich habe den Whisky doch nur gestohlen, weil ich von diesen miesen Händlern verraten wurde. Lasst mich leben und kostet von der Beute. Hm. Denn seht, ich bin der wahre Unschuldige, der Hintergangene. Sie haben mich aus der Genossenschaft der Whiskyhändler geworfen, weil ich meinen Whisky gepanscht haben soll. Aber niemals. Alles nur Intrigen. Kommt, trinkt und probiert. Er ist gewiss nicht gepanscht. Was sagt ihr? Ja, klar, probieren wir ein Stück. Und jetzt? Ja, moin. Hä? Ich wollte dich. Ich habe dich nicht angeschossen. Hoffe ich. Ihr habt die Quest verkackt, oder? Nee, hab ich nicht. Warum verliere ich Energie? Ja, der war bestimmt nicht gepuncht. Ich bin auch so doof, ne? Probier den Whisky. Ja, mach ich. Warum sterbe ich? Okay. Er war gepuncht. Ich hab's mal wieder verkackt. Hallo. Stirbst du wohl mal? Danke.
Nehme ich mal den da? Hilft das? Fuck, ey. Ich geh mal schnell. Oh Gott. Bringt der mich jetzt. Bringt mich das jetzt wirklich ohne Scheiß um? Also, der Gegengifttrank hilft auf jeden Fall mal nicht. Ihr könnt nicht gegen mich kämpfen jetzt. Ich bin verwundet. Meine Whisky-Gier. Ach, Scheiße, ey. Ich hoffe, es ist jetzt einfach wieder gut, wenn ich die Quest abgegeben habe. Pures Wasser. Fuck, ich verrecke. Da, nimm deinen scheiß Whisky wieder. So, der Whisky-Dieb ist tot. Ihr habt die Region von einer Geißel des Whiskyhandels befreit. Hier, nehmt dies zum Dank und dann kostet ein Glas von diesem exzellenten Moorbrucher Torfwasser. Ja, geil. Ich verliere immer noch Energie. Es nützt halt nichts, ne? Mission abgeschlossen. Ich weiß gerade nicht. Ich wurde vergiftet. Verrat. Der Whisky-Puncher hat keinen Whisky gepuncht, sondern den Whisky vergiftet. Das ist schön, aber hört das auch mal wieder auf? Ich habe jetzt so ein bisschen Schiss, ne? Hilfe. Naja, ich muss den Part beenden. Ist schon längst vorbei. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich bin mal gespannt, wie wir hier wieder rauskommen. Und ob wir das tun. Kannst nur hoffen. Hättest mich jetzt mal heilen können, Arschloch. Das hat man davon. Kinder, trinkt niemals Whisky von fremden Leuten. Kinder, trinkt generell kein Whisky. Schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Nee, gar nicht wahr. Es war Freitag. Schaltet am Montag wieder ein. Ein schönes Wochenende euch. Bye, bye.